Was geht ab, Leute? Wir gehen heute auf. So verstörend waren diese historischen Personen als Kinder. Ich bin sehr gespannt, ob die damals schon verhaltensaufweisend waren oder, sich das dann erst irgendwie ergeben hat. Schaut unbedingt gern auf unseren Instagram-Gaming-Kanal vorbei oder auch gerne auf Eze-Tobe für mehr TikToks. Links bei allen in der Bio und wir starten direkt los. Hitler, Putin, Kim Jong-un. Die Creme de la Creme. Viele Personen, die den Lauf der Geschichte prägten, sind schon als Kinder aufgefallen und haben schon in ihren jüngsten Jahren zu erkennen gegeben, dass sie anders sind als andere. In diesem Video. Das sind natürlich halt auch drei Männer oder noch mehr Leute, die, ja, was soll ich sagen, jetzt nicht gerade die beliebtesten waren. So wollen wir euch daher einige historische Personen vorstellen, die schon als Kinder verstörend oder in anderer Hinsicht noch besonders andere? Waren. Dabei werden wir vor allem auch auf zwei der gefährlichsten Machthaber der letzten 100 Jahre eingehen, Putin und Hitler, und zeigen, inwiefern sie schon in Kindestagen verstörend und außergewöhnlich waren. Aber wir zeigen euch unter anderem auch, wie schwer es eine der berühmtesten Schauspielerinnen und einer der bekanntesten Verbrecher der Welt in ihrer Kindheit hat. Pablo Escobar? Also bleibt uns dran. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Abonniert gerne den Channel, los geht's. Ach, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, wie ihr als Kinder so wart und ob ihr bestimmte Besonderheiten hattet. Ich liebe ihn. Wir sind gespannt. Zu gern, meine Mutter hat mich testen lassen. Wir starten unser Video mit dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, der aktuell die ganze Welt in Atem hält. Putin ist als gnadenloser Politiker bekannt, der in Luxus lebt, mit eiserner Faust regiert, unbarmherzig gegen unliebsame Personen vorgeht und der es gewohnt ist, alles zu bekommen, was er will. Aber war diese Entwicklung schon in seiner Kindheit abzusehen? Sicher ärmliche Verhältnisse. Wuchs er als Kind nämlich in Armut auf und lebte mit seinen Eltern, die einfache Arbeiter waren, in einer nur 20 Quadratmeter großen Wohnung. Es gab dort kein warmes Wasser oder eine Heizung und das Bad und die Küche musste sich Putins Familie mit den Nachbarn teilen. Ach du Scheiße. Trotz der Armut seiner Eltern lernte Putin aber schnell, dass er alles von ihnen bekam, was er forderte. Da seine beiden älteren Brüder bereits im Kindesalter verstorben waren, war Wladimir Putin das einzige Kind, was den Eltern blieb, und daher verwöhnten sie ihn mit teuren Geschenken, wie beispielsweise einer Armbanduhr. Obwohl sie kein Geld hatten. Ich meine, das zeigt ja schon mal den Charakter von dem Mann. Möglicherweise war es diese Sonderbehandlung oder einfach eine natürliche Prädisposition, die aus Putin schon früh einen gefährlichen Jungen machte. Ja. Schon als Kind fing er an, gewalttätig gegenüber anderen Kindern in der Nachbarschaft zu werden und wandte sich dem Kampfsport zu. Laut einigen Bekannten war er schon damals von Macht und Dominanz besessen, hatte gleichzeitig aber eine sehr manipulative und berechnende Art. Mhm. Außerdem wusste er schon immer, was er wollte. Als Jugendlicher begann er sich nämlich für Agentenfilme zu faszinieren und bewarb sich bereits ab der 9. Klasse beim Geheimdienst KGB. Genau. Und so lässt sich sagen, dass bei Putin schon früh die Mischung aus Intelligenz und zielstrebiger Unbarmherzigkeit erkennbar war, die er heute noch aufweist. So kann man das natürlich auch sagen. Von Putin kommen wir nun zu einem der berüchtigsten Serienverbrecher der Geschichte, nämlich Ted Bundy. Ted Bundy. Der gut aussehende und redegewandte Amerikaner brachte im Laufe seines Lebens insgesamt mindestens 30 Menschen um die Ecke, und nachdem er erwischt wurde, zeigte sich die ganze Welt schockiert darüber, dass ausgerechnet jemand wie er solche schlimmen Taten begangen haben könnte. Wie später herauskam, war dabei jedoch schon Ted Bundys Kindheit und sein Verhalten in dieser völlig verstörend. Er wuchs nämlich zusammen mit seiner Mutter bei seinen Großeltern auf, so creepy, und diese befahlen seiner Mutter, sich als Ted Bundys ältere Schwester auszugeben. Somit glaubte der junge Ted die ganze Zeit, dass er keine Mutter habe. Gerüchten zufolge... What the fuck? Seine Mutter hat sich aus seine Schwester ausgegeben? Hä? Was macht das denn für einen Sinn? Und die Großmutter war dann so eine Art Muttersatz? Und die Eltern haben da mitgespielt? Ich verstehe das nicht. Soll sein Großvater sogar sein leiblicher Vater gewesen sein, was aber nie hundertprozentig bestätigt werden konnte. Was jedoch sicher ist, ist, dass der Großvater gewalttätig und rassistisch war und Tiere quälte. Dieses Verhalten färbte dann auch auf das gewalttätig, rassistisch und Tiere. Ted Bundy bereits im Alter von 3 Jahren einer Verwandten grinsend ein Messer ins Bett und freute sich über ihren Schock darüber. Später in seiner Kindheit baute er dann gefährliche Fallen, indem er Gruben aushob, spitze Stöcke darin aufstellte und diese dann abdeckte in der Hoffnung, dass sich jemand verletzen würde. Wenn man der diese Fakten kennt, ist es daher nicht mehr so verwunderlich, was aus Ted Bundy später wurde.
Als nächstes kommen wir zu einer historischen Person, die im Kindesalter Mozart. Auch verstörend war, aber eher in einer positiven Art, da sie als ein absolut unglaubliches Wunderkind galt. Und zwar geht es um den berühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Verglichen mit anderen Kindern ist nämlich kaum zu fassen, was Mozart schon in jüngsten Jahren zu leisten vermochte. Nachdem der spätere Komponist nämlich ab einem Alter von 4 Jahren Musikunterricht von seinem Vater bekam, fing er bereits ein Jahr später schon damit an, eigene Stücke zu komponieren. Ab einem Alter von... Das ist ein Wahnsinn, kein Vierjähriger würde da jemals irgendwie drauf kommen, aber das ist natürlich ein Wunderkind und... Ich hätte echt auch gern gewusst, wie viel IQ der Mann hatte oder der Junge hatte. 6 Jahren reiste Mozart durch ganz Europa und gab Konzerte. Was sich dabei dann in Rom ereignete, war einfach nur noch heftig. Der junge Mozart besuchte dort nämlich den Vatikan und hörte sich dort lediglich 2-mal ein Musikstück an, dessen Noten geheim gehalten wurden und das daher nie außerhalb gespielt werden konnte. Mozart gelang es jedoch, sich das komplette Stück zu merken. Und es anschließend zu Hause fehlerfrei aufzuschreiben und nachzuspielen. Dass sich musikalisches Talent oft schon in der Kindheit zeigt, ist zwar nicht ungewöhnlich, wie ausgeprägt dies allerdings bei Mozart war, kann ohne weiteres als verstörend bezeichnet werden. Verstörend. Vom Meister der klassischen kann man auch sagen, Musik kommen wir nun zum King of Pop, zu Michael Jackson, der schon zu Lebzeiten zu einer Musiklegende wurde, die unzählige andere Musiker beeinflusst hat. So beeindruckend sein Können war, so verstörend ist jedoch leider auch die Kindheit von Michael Jackson gewesen. Der Vater war ein Tyrann, glaube ich. Also, Jackson wurde von seinem Vater nämlich wortwörtlich in seine Musikkarriere reingedrillt und das mit allen Die ganzen Geschwister doch auch. Der Vater bildete ihn zwar zum genialen Sänger und Tänzer aus, aber setzte hierbei unbarmherzigen Drill ein, der Michael Jacksons Psyche für sein gesamtes Leben zerstören sollte. Ja. Der kleine Michael musste oft schon um 2 Uhr in der Früh aufstehen, um zu üben, durfte keine Kindergeburtstage besuchen und nicht einmal Freunde haben. Sein komplettes Leben wurde nur auf die Karriere ausgerichtet und Michael wurde von seinem Vater so unter Druck gesetzt, dass er sich als Kind oft vor Anstrengung erbrechen musste. Sein Vater war also eine absolut toxische Autorität und sorgte somit dafür, dass Michael schon als Kind gewissermaßen verstört wurde. Nach Michael Jackson kommen wir zu einer weiteren historischen Person, deren Kindheit absolut verstörend war. Und damit zu Hitler. Okay, aber bevor wir uns der Kindheit des wahrscheinlich gefährlichsten Diktators aller Zeiten widmen, haben wir noch 2 nennenswerte Erwähnungen für euch. Da wäre nämlich zum einen Schauspiellegende Marilyn Monroe, die noch heute jeder als die Verkörperung der attraktiven Blondine kennt. Was nur wenige über den Hollywood-Star wissen, ist jedoch, wie verstörend ihre Kindheit ablief. Nachdem Marilyns Großvater... Sieht aus wie Abraham Lincoln, der Rechte da. ...nämlich mit seinen finanziellen Problemen nicht mehr klarkam und daher tragisch aus dem Leben schied, erkrankte ihre Mutter psychisch schwer. Marilyn, die bis zu einem Alter von etwa 7 Jahren eine behütete Kindheit gehabt hatte, war nun plötzlich mit einer Mutter konfrontiert, die so krank war, dass sie sich nicht mehr um sie kümmern konnte. Und so wurde Marilyn zunächst zu wechselnden Pflegeeltern abgeschoben. Nachdem sie dann endlich in einer netten Pflegefamilie untergekommen war und Vertrauen zu dieser fasste, wurde sie aus finanziellen Gründen jedoch für fast 2 Jahre in ein Waisenhaus gesteckt, was Marilyn später immer wieder als traumatisierend bezeichnete. Nachdem sie anschließend wieder in die Pflegefamilie zurück durfte, versuchte der Vater der Familie jedoch, sich ihr anzunähern, sodass Marilyn erneut die Familie wechselte. Ebenfalls überraschend verstörend der Vater oder die Eltern meine sowieso immer Kim Jong-un, jedoch auf eine völlig andere Art, als ihr jetzt vielleicht denkt. Bei seinem heutigen Verhalten müsste man nämlich eigentlich davon ausgehen, dass er in seiner Kindheit nur die militärische Strenge und Grausamkeit seines Heimatlandes kennengelernt hat und daher vielleicht gar nicht weiß, wie falsch er sich verhält. Tatsächlich ging Kim Jong-un als Kind jedoch unter einem falschen Namen in der Schweiz in die Schule und lernte hier alle Vorzüge eines modernen demokratischen Staates kennen. Er galt als schüchtern, kam jedoch gut mit seinen Mitschülern aus. Genau wie... Er hat das alles erlebt und doch in seinem Land, dann macht er so ein Leid und... Ich verstehe es nicht, warum? Ich meine, er weiß ja, wie schön das sein kann für die Leute dort und wie schlimm das ist, wenn man unterdrückt wird dann. Alle anderen Kinder in den 90ern liebte er Musik, Basketball und Zeichentrickserien wie die Ninja Turtles. Dennoch entwickelte er sich später zu dem grausamen Diktator, als dem die Frisur ist auch cool.
Zum Schluss kommen wir nun zu Adolf Hitler und der Frage, ob sein späteres Verhalten vielleicht schon in der Kindheit geprägt wurde. Der Diktator fing nämlich schon früh damit an, Details seiner Herkunft zu verschweigen und später verbot er sogar Nachforschungen dazu. Das ist sogar verständlich, denn gerüchteweise sollen seine Eltern eng miteinander verwandt gewesen sein und in der Familie gab es außerdem schwere psychische Störungen. Fest steht, dass Hitler seinen Vater hasste und seine Mutter liebte. 4 seiner 5 Geschwister starben bereits im Kindesalter und Hitler wurde von klein auf von seinem Vater sehr streng erzogen. Obwohl der junge Adolf als kreativ galt, durfte er dies nämlich nie ausleben. Sein Vater, der schwerer Alkoholiker war, hatte nämlich eine Beamtenlaufbahn für ihn vorgesehen und maßregelte ihn oft mit heftigen Maßnahmen, wenn er nicht genug lernte oder schlechte Noten mit nach Hause brachte. Auch Abenteuerbücher lesen oder zeichnen als Hobbys verbot ihm der strenge Vater. Außerdem wurde Hitlers Kindheit nach eigener Aussage zusätzlich durch eine starke Lungenkrankheit erschwert. Nachdem sein von ihm verhasster Vater verstarb und Hitler als Teenager von Finanzspritzen seiner Mutter lebte, verstarb auch diese kurze Zeit später an Krebs, was den Jugendlichen sehr traurig und auch zum Vollwaisen machte. Als auf sich allein gestellter Jugendlicher konzentrierte sich Hitler dann voll auf sein Hobby, das Zeichnen, das mit dem Plan, ein berühmter Künstler zu werden, was bekanntlicherweise jedoch misslang. Wie und ab welchem Zeitpunkt aus dem einst kreativen Kind und Jugendlichen später ein menschenverachtender Antisemit werden konnte, ist unter Forschern bis heute übrigens umstritten. Es lässt sich nämlich keinesfalls einfach einen Zeitpunkt festlegen. Allerdings sind die Traumata seiner Kindheit sicherlich förderlich für seine grausame Entwicklung gewesen, auch wenn sie sein späteres Verhalten nicht erklären können. Und das war's auch schon mit dem Video. Schade, dass es solchen Menschen oder solchen Kindern, wie es eigentlich gestartet ist, teilweise auch durch den Eltern oder durch die Familie solche Monster geworden sind. Aber ja, das kann man leider nicht beeinflussen. Das Umfeld, mit dem man sich umgibt, ist leider manchmal dann auch so, wie man wird. Traurigerweise, abonniert den Channel gern, lasst gerne Daumen oben dann. Schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken, Links wie immer alle unten in der Bio. Bis zum nächsten Mal und ciao.